Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Buja! In der letzten Folge haben wir Hollow Bastion betreten und haben, ich glaube, schon die erste Hälfte der Story abgeschlossen. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Ich habe wieder... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier oder... Ja. Ich habe wieder so eine Schatzkarte bekommen. Also eine Karte, die so einen Schatzraum öffnet. Und die gehen wir mal direkt aus. War ja nicht hier, oder? Das war ein Dingens, ne? In Nimmerland, wo wir die geöffnet haben, oder? Oh Gott. Ich glaube ja. Jetzt nicht. Jedenfalls. Und eine Schatztruhe. Yay! Jungmanns natürlich noch, bevor wir hier in der Story weitermachen, bevor ich es vergesse. Weil ich glaube, ich kann keine Karte bekommen, wenn ich eine schon hab. Also eine Schatzkarte. Glaube ich. Zack. Zack. Schatz zur Prämie. Karte zur Prämie, meine ich. Aber so funktioniert hat. Wenn er mal Kombination oder irgendwie sowas bekommt, lohnt sich das ja auch. Ich habe jetzt Level 41 mal trainiert. Meine AP haben sich schon ganz schön verändert. Ich hoffe, irgendwann erreicht die Maximum. Müssen eigentlich noch 9 Level übrig bleiben, oder? Aber ich lerne immer noch neue Manöver. Ja, was haben wir hier? Mushu. Geht man den nur von hier? Was macht Mushu? Weiß ich gar nicht. Stößt sein Feuer oben auf die Gegner aus und verursacht Feuerschaden. Ich soll vielleicht mal mein Set ändern. Ich glaube, ich kann auch wieder ein paar mehr Karten reinpacken, ne? Lass mal. Werde ich schon nicht brauchen. Wird schon so irgendwie überleben. Ich muss mir nur merken, wo ich die ganzen Prämien-Dinger eingesetzt habe. Ich glaube, wir nehmen mal nur ein Hollow Bastion, ne? Weil nicht, dass ich ja irgendwann noch meinen Raum doppelt öffne, falls das Mob geht. Das wäre sehr doof. So, jetzt muss ich wieder durchrennen, weil ich hier so ein Herzlose kommen auf mich zu Raum erstellt habe. Gut. So, weiter mit der Story. Jetzt mal 3 Minuten hier, hätte ich mal vielleicht, wo ich die Aufnahme gestartet hätte, aktivieren sollen. Prämienraum. So, höher als eine 3. Keine Schatzkarten. Nein. Weg damit. Oh, ich lebe wohl. Ich lebe Hollow Bastion. Alles irgendwie ist hier geil. Gegen die Atmosphäre, die Musik, die Story in den meisten Fällen. Alles immer erste Sahne. So, der grüne Karte. Davon habe ich genügend. Höher als eine 8. Halt hier. Nein. Ja, weg mit denen. Und zack, weiter in der Story. Buja. Weiß gar nicht mehr. Ach ja, wir haben das Biest getroffen und Dings wurde entführt. Ich glaube, das ist schon der letzte, oder? Nee. Worauf hattest du? Ruf ihn. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du ihm etwas antust. Dann bringe ich dich zum Schreien. Dieser Narr wird sofort angerannt kommen, wenn er dich hört. Genug jetzt. Riesenzora ist hier. Das ist nicht der Einzige, mit dem du es zu tun bekommst. Verschwinde, Kleiner. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du möchtest auch mitschreien. Ja. Wenn der Rohlinge eure Angstschreie hört, wird er mir in die Arme laufen. Spar dir die Mühe, Malefiz. Du bist hier. Nein, du darfst nicht. Ich hatte dir doch gesagt zu gehen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nie mehr wiedersehen. Well. Wie kann sie so etwas nur sagen? Na gut, wenn du so empfindest, dann werde ich das akzeptieren. Mein hässliches Äußeres ist bloß die Strafe, dass ich so egoistisch und unfähig zu lieben war. Ich wurde in ein Biest verwandelt, das niemand liebt, und wurde nur noch egoistischer. Bis ich dich traf, Bell.
Kein Mensch außer dir hat mich je akzeptiert. Nach und nach erwärmst du mein kaltes, egoistisches Herz. Nie werde ich die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, vergessen können. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zurücklassen, auch wenn du mich dafür hast. Meine letzte egoistische Tat. Oh, Beast. Ich bin auch noch hier. Sieh an, sieh an. Nie hätte ich gedacht, dass sich hinter solch Hässlichkeit ein so schönes Herz verbirgt. Das schreit nach einem Plan, Erinnerung. Beast, ich werde mir dein Herz statt Bells holen. Nein, nicht! Noch Mann! So viel zur Planänderung. Ich bleibe bei Bells Herz. Scheint, ihren kalten Worte waren kein Spiegel ihrer wahren Gefühle. Hahaha, sie liebt dich, Beast. Ich spüre, wie ihr Herz für dich schlägt. Du elende Hexe, gib sofort Bells Herz frei! Oder ich randalege rum! Wo ist sie? Sie ist da lang, dorthin habe ich auch ihren Schattenhuschen sehen. Was macht ihr eigentlich hier? Ja, ne, wir sind auch noch hier übrigens. Wir haben keine Zeit zum Reden, wir müssen sie sofort verfolgen. Ihr helft mir? Doch klar doch, nach dem, was du eben gesagt hast, müssen wir dir helfen. Nun wollen wir uns Bells Herz zurück. Na und ob. Mal drei Cutscenes in dieser Welt gehabt? Ne. Die erste, als wir die Welt betreten haben, sie ihm weggescheucht hat. Dann, als sie entführt wurde, dann, ja, okay, halt nicht. Au! Piss er! Ist der Ausgang. Oh mein Gott. So. Ich glaube, ich lande immer irgendwo anders, wenn ich die Story weitermache. Oder? Ja, guck mal, warum bin ich schon wieder hier? Das ist unnötig verwirrend. Und not cash. Oh Gott. Achso, nee, das ist nicht schlecht. Leider habe ich hier schon alles ausgemerzt. Mein Blitzgard-Zauber, die alles wegputzen. Innerhalb von Sekunden. Ich habe jetzt genug HP, jetzt werde ich aber nicht so schnell frecken, oder? Können wir noch ein Vita bei mir reinpacken. Jetzt mal ein paar KP sparen. Geh weg. Ich glaube, ich bin ja auch richtig, ne? Ah, schön. So, da, oder? Nee. Was zum... Oh. Kann ich mal alle Wege irgendwie dahin führen? Bin ein bisschen nervig da. Warum kann jetzt hier nicht eine Tür sein oder so? Mich extra hier wieder so rumgehen. Das ist doch lächerlich. So, hier. Mein Göttchen. Wie lange Zeit schon mal so lang? Was? Boah, jetzt muss ich echt neu herum. Will mich verarschen? Extra ja so Umwege gehen muss, nur um einen Raum zu erreichen. So, hier jetzt aber, ne? Er guckt, guck ich das an? Nein, nein. So, jetzt sage ich euch mal, wie Flucht funktioniert. Ich glaube, ich bin schon mal geflüchtet. Oder? Der taucht direkt wieder auf. Was zum? Ich bin wieder geflüchtet. Ich bin schon wieder da. Nein. So ein Dreck. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Oh Gott, geh weg. So, rotes, kein Problem. Hier. Nimm das. Nimm das. Und nimm das. So, 10 Minuten für den Boss.
passt. Komm her, Malefike. Nein, ich wollte damit nicht ein bestimmtes Wort zum Ausdruck bringen. Mein Respekt, dass du es so weit geschafft hast. Wie ich voll zeitverzögert hier in die Kampfpose gegangen ist. Beast, zum Dank sage ich dir auch, wieso bell ich ab, Beast? Meine schwarze Magie braucht Herzen von äußerster Schönheit. Bell war perfekt, tief in ihren Herzen lohrte ihre Liebe für dich mit solch ungewöhnlicher Helligkeit. Doch sie hat meine Pläne durchschaut, indem sie ihre Liebe zu dir leugnete, entzog sie mir ihr Herz. Und sie hat mich gerettet, mich beschützt. Sie konnte ihre wahren Gefühle nicht verbergen. Ich habe genug gehört. Gib ihr Herz frei, Malefiz, sofort! Wenn nicht... strapaziere nicht meine Geduld! Ist dir nicht klar, weshalb ich dir das alles erzähle? Doch nicht etwa, weil ich so nett bin. Ich habe es nur getan, um deinen Zweifel auszuräumen. Jetzt erstrahlt dein Herz wieder in Liebe zu Bell. Ich werde mir auch dein Herz nehmen, Monster! Das wirst du nicht! Ihr wagt es mir zu trotzen, ihr jämmerlichen Narren? Okay, das war's. Drachenmodus aktiviert. Na komm, Disney-Bosse, die sind Klacks. Wo Malefiz der stärkste, schwierigste Boss meiner Meinung nach war im ersten Teil. Weil einfach nur unendlich viel Schaden immer bekommt. Hi, was geht? Na, au, au, au. Kannst du es wagen? Oh, 7. Aua. Ist die Karte da? Ja. Die zwei hier, komm. So, mach einfach irgendwie das Ding weg. Ja, war doch klar. Dann Feuer mal weggehen. Und bitte sag mir, du bist anfällig gegen Feuer. Ja. Alter, geht das Feuer mal weg? Danke. Oh mein Gott. Doof, doof, doof. Ein blöder Stein kommt jetzt hier. Ah, ich kann fliegen, geil. Aha. Ich gedacht, dass ich einfach angeflogen komme, ne? Oh nein. Habe ich nicht drei Heilungen gehabt? Das ist meine dritte. Aber knapp. Halt. Ach, okay. Sag doch, Disney-Bosse sind voll einfach. Okay, Goofy, mach so platt. Alles gezeichnet. Da habe ich ein bisschen mehr Schaden mitgerechnet, aber. Au! Ich fäng allein, die Flammen kann man doch voll einfach aus dem Weg gehen. Einfach hier hingehen, so. Schon wieder Feuer. Bin aber nicht Raucher, Mann. Frau. Ah, trotzdem geil. Oh Mann, hör auf damit. So, ich hab keinen Bock wieder auf. Was ist das Ding? Was? Hallo? Oh, da sind wieder. Wo war es denn gerade? Noch mehr. Komm her.
wie ich so gut wie gar keine Kombis mache, ne? Ich weiß ja auch gar nicht alle auswendig. Mache irgendwas Cloud. Schlitz, Schlitz. Sehr gut. Oh, ah. Was ist das denn? Was ist einfach Feuer? Auf ist das? Das? Null willst du mich eigentlich? Mein Gott, sind die Strategien hier durchschaubar. Na, komm her! Komm man gefliegt zu dir. Beweg dich am besten nicht, ich komme schon auf dich los. Er braucht schon Spezialmanöver, oh Gott. Nixer. So. Ich brauche ein paar stärkere Schlüsselschwerter, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da werde ich mal machen. Aua. Nein. Friss Eis. Friss Feuer. Friss Blitz. Nein, kannst du es. Was ist das? Mach irgendwas. Wart. Nein. Nein. Sehen, wenn ich Cloud einsetze, fliegt er in der Luft? Fliegt er in der Luft, vor allem der explodiert einfach so. Ich rufe den, der explodiert so. Dabei irgendwie geil. Ich rufe den. Hallo, Akbar. Nein. Level up. Yes! Geil, noch ein neues Spezialmanöver, was ich nie benutze. Das ist schon irgendwie traurig. Malefiz Dach haben wir übrigens. Muss mal gucken, was die ganzen Boss-Dinger noch machen. So, Asakanum. Ja, irgendwelche. Wenn ich hier benutzen würde, ne, das wäre, weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie. Ich kann Lust immer so gucken, wie viel Werte ich brauche oder so, um den und den Angriff einzusetzen und so. Ich irgendwie schwachsinnig. Und da ist sie wieder. Wäre doch nur so einfach in Kingdom Hearts 1 gewesen wäre. Böll. Was für ein Glück. Bitte vergib mir, ich musste grausam zu dir sein. Aber ich konnte meine wahren Gefühle wohl nicht verbergen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Für einen Moment zweifelte ich an deiner Liebe. Ich möchte nie wieder an diese Verzweiflung denken müssen. Dann tu es nicht. Lass uns die traurigen Erinnerungen doch glücklich ersetzen. Durch glückliche ersetzen. Sofort. Böll. Oh je, die beiden sind ja völlig gefühlsduselig. Wir sollten sie jetzt besser allein lassen. Gute Idee, lass uns gehen. Da ist der Sackgasse. Ne, später ist er ein offener Raum gewesen, genau. Aber trotzdem. So, raus aus Hollow Bastion. Oder kommt noch was? Raus aus Hollow Bastion ist es. Okay. Hof. Dann. Werde ich wahrscheinlich Osqueen mal mein Deck ein bisschen modifizieren. Ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Hallo. Mushu. 8. Geil, ich habe schon direkt eine stärkere Karte bekommen. Und dann machen wir uns auf in die nächste Welt. In der nächsten Folge oder in Kämpfen gegen den nächsten Boss. Fragezeichen. Bin mir ziemlich sicher, wir kämpfen gegen einen Boss im nächsten Part. Mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls allerseits fürs Zuschauen. Ich sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Let's Play. Kingdom Hearts Rechain of Memories. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und Dankeschön. Tschüss.